BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In der Nacht auf Dienstag haben im Land schwere Unwetter gewütet, vor allem im Landkreis Tuttlingen. Dort kam es so auch zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A81 bei Geisingen. Ein PKW kam wegen Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der folgende PKW einer 37-jährigen Fahrerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Anschließend fuhr ein LKW in die Unfallstelle und überrollte den PKW der 37-jährigen Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr 44-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker des ersten Fahrzeugs und der LKW-Fahrer wurden leicht verletzt. In Tuttlingen hat es in der Nacht so gehagelt, dass ein Räumfahrzeug eingesetzt werden musste. Baden-Württemberg hat eine Landesbehindertenbeauftragte. Erstmals wird dieses Ehrenamt von einer Frau ausgeführt, die selbst betroffen ist. Stefanie Effner kommt aus Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis, sitzt selbst im Rollstuhl und engagiert sich bereits seit vielen Jahren haupt- und ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen. Sie tritt die Nachfolge des Tübinger SPD-Politikers Gerd Weimer an, der das Ehrenamt die vergangenen 5 Jahre begleitet hatte. Stefanie Effner, die neue Landesbehindertenbeauftragte, hat sich am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stuttgart vorgestellt. Die Landesbehindertenbeauftragte, das ist ein Ehrenamt. Als Nicht-Regierungsmitglied ist sie nicht weisungsgebunden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärte die Aufgaben dieses Ehrenamts. Frau Effner hat dabei jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eben die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Frauen und Männern mit Behinderung vorgebracht werden, dass sie berücksichtigt werden, dass wir eben schrittweise die Benachteiligungen beseitigen. Manfred Lucher bedankte sich bei Amtsvorgänger Gerd Weimer. Das Ehrenamt habe sich gut bewährt, so Lucher. Jetzt gehe es in Phase 2. In den letzten 5 Jahren haben wir die Basisarbeit gemacht und jetzt geht es tatsächlich darum, wie es auch der Ministerpräsident gesagt hat, beratend zu gucken in Rechtsnormen, in praktischen Dingen, wie ist die Perspektive der Menschen mit Behinderungen, wo müssen wir ressortübergreifend immer wieder daran denken, wie müssen wir die Verbände mitnehmen, frühzeitige Beteiligung. Stefanie Effner sagte, sie freue sich darauf, die Regierung zu beraten. Es sei für sie etwas Besonderes, dass eine Selbstbetroffene das Amt ausfülle. Ich hoffe, damit in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein schaffen zu können, was Menschen mit Behinderung leisten und bewegen können, als Vorbild zu fungieren und auch andere Menschen mit Behinderung ermutigen zu können, für ihre Interessen einzutreten und sie zu vertreten. Sie sei in einer privilegierten Position, so Effner. Eine Ausbildung, eine Berufstätigkeit, eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Lebenspartner und ehrenamtliche Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen nicht selbstverständlich. Und das wird sicherlich eine Aufgabe von mir sein, in meiner Amtszeit darauf zu gucken, dass alle Menschen mit Behinderungen ihren Alltag selbstbestimmt gestalten können und frei entscheiden können, wo sie wohnen und arbeiten wollen. Auch die politische Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ist für sie wichtig. Bei Bürgerversammlungen, bei denen es um die städtebauliche Zukunft auch von Behinderten geht, sind da die Kommunen besonders gefordert. Haben Sie die nötige Assistenz? Kommen Sie dort barrierefrei rein? Sind die Busse mit dem Zwei-Sinne-Prinzip ausgestattet, dass Sie wissen, wo Sie aussteigen müssen? Wenn Sie vor Ort sind, wie kommunizieren Sie vor Ort? Gibt es Schriftdolmetschung, Gebärdensprachdolmetschung? Für Menschen mit Sehbehinderungen oder blinde Menschen, sind Unterlagen in für Sie verständlicher Form vorhanden? Für Menschen mit Lernbehinderungen in leichter Sprache? Also da treffen wir auf ganz viele Fragen, die wir in einer inklusiven Gesellschaft gestalten müssen. Bis Behinderte ihre Menschen- und Bürgerrechte so wahrnehmen könnten, wie jeder andere auch, gäbe es noch viel zu tun, so Effner. Die Rauschgiftkriminalität an den baden-württembergischen Schulen ist in den vergangenen 5 Jahren von 330 auf 880 Fälle gestiegen. Das berichten Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Demnach hat vor allem die illegale Droge Cannabis bei Schülern an Beliebtheit zugelegt. Insgesamt sei aber die Kriminalität an Schulen zwischen 2011 und 2015 leicht zurückgegangen. Die Hälfte aller Straftaten seien Diebstähle. Auch bei den Gewaltstraftaten wie Körperverletzungen gibt es einen leichten Rückgang.
Die AfD und ihre Schwesterfraktion ABW, hier Archivbilder, haben erneut für Aufsehen gesorgt. Diesmal mit dem Antrag auf eine Enquete-Kommission, also einer Kommission mit externen Experten zum Thema Islamismus. Darin soll es um die Themen Bedrohung durch Islamismus, Scharia-Recht, organisierte Kriminalität und Einfluss fremder Staaten gehen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte dazu, die AfD instrumentalisiere auf skrupellose Weise ihre Doppelkonstellation. Dieser beispiellose Missbrauch müsse ein Ende finden. SPD-Vizechefin Leni Braemeyer twitterte, entweder zerlege sich die AfD im Ländle selbst oder sie benutze den Landtag für ihre Islamfeindlichkeit. Das sei billig und durchschaubar. Kritik auch von den Grünen, es sei ein unwürdiges Hütchenspiel mit demokratischen Spielregeln. Um Ökostrom von Norddeutschland in den Süden zu transportieren, bauen TenneT und Transnet BW eine Gleichstromverbindung. Diese wird nicht als Hochspannungsleitung, sondern als Erdkabel realisiert. Jetzt wurden die möglichen Erdkabelkorridore veröffentlicht. Sie führen aus Richtung Würzburg nach Heilbronn. Betroffen sind der Main-Tauber-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis, der Hohenlohe-Kreis und Stadt- und Landkreis Heilbronn. Unter www.tenet.eu finden sich die Streckenverläufe. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Am Mittwoch freundliches Wetter in ganz Baden-Württemberg. Viel Sonnenschein und leichte Bewölkung. Am wärmsten wird's in Nordbaden, dort erreicht das Quecksilber 24 Grad. In der Landeshauptstadt werden es 23 Grad, im Schwarzwald nur 18 Grad. Der Donnerstag wird im ganzen Land sonnig. Dazu sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad in Nordbaden, in der Landeshauptstadt und in Heilbronn. Im Schwarzwald, auf der Albhochfläche und in Oberschwaben werden es immerhin noch 21 Grad.